Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute gibt es meine Leseliste, wie ihr wahrscheinlich schon im Titel dieses Videos lesen konntet. Ich habe mir 5 Bücher ausgesucht, ich habe aber auch wieder meinen Subklass hier und werde ein Buch daraus ziehen. Da mein letzter Monat oder der Juni sehr erfolgreich war und ich mehr Bücher gelesen habe, als ich normalerweise lese, und das, falls es diesen Monat auch der Fall sein sollte, werde ich ganz spontan ebenfalls einfach ein Buch aus meinem Subklass ziehen oder ein Rezensionsexemplar lesen. Was ich aber alles dann gelesen habe, werdet ihr am Ende diesen Monats sehen. Oder wenn ihr ganz neu oder brandaktuell auf dem Stand bleiben möchtet, schaut euch meine Weekly Readings an. Und wenn es noch aktueller sein sollte, folgt mir einfach auf Instagram. Da werde ich euch oder zeige ich euch regelmäßig, was ich aktuell lese. Und diesen Monat habe ich 2 bzw. 3 Leserunden. Die Bücher werde ich euch als erstes zeigen. 2 der Bücher habe ich nämlich auch schon angefangen. Wir haben nämlich heute den 2. Juli. Und ich habe jeweils in beiden Büchern schon um die 50 Seiten gelesen. Zum einen ist das einmal Beautiful Liars, Verbotene Gefühle von Catherine McGee. Das lese ich mit der lieben Lynn und bin hier aktuell auf Seite 55, war es, glaube ich. Moment, genau, 55. Den heutigen Leseabschnitt habe ich noch nicht gelesen, das werde ich aber auf jeden Fall noch machen. Das Buch sollten wir, ich glaube, in 10 Tagen fertig haben. Genau, wir haben immer 50er Schritte gemacht, weil das so ist, was wir am Tag eigentlich überlesen. Und das passt für mich aktuell auch sehr gut, weil ich ja, wie gesagt, auch noch eine weitere Leserunde habe. Und die dritte Leserunde, die mache ich dann zwischendurch einfach irgendwann, wenn es passt. Die ist an kein Datum gebunden. Genau, hier geht es um die wunderschöne Avery. Ihr liegt die Welt zu Füßen, denn sie wohnt im obersten Stock des Towers. Doch ein quälendes Geheimnis zerreißt sie mit jedem Tag ein bisschen mehr, und zwar die verbotene Liebe zu ihrem Stiefbruder Atlas. Niemand darf davon erfahren, weder ihre beste Freundin noch der faszinierende Watt aus den unteren Etagen. Aber Avery ahnt nicht, dass ihre Freunde weitaus gefährlichere Geheimnisse verbergen und dass ihre Welt bald wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen wird. Ja, das so zum Inhalt. Ich kann jetzt auch, wie gesagt, noch gar nicht so viel mehr sagen. Wir haben jetzt, glaube ich, auf den ersten 55 Seiten 3 Personen kennengelernt. Ich fand es anfangs sehr verwirrend, weil sehr, sehr viele Namen drin vorkamen und ich aktuell auch noch nicht zusammenkriege, wer mit wem was und welche Verbindung zu wem hat. Ich hoffe, das kommt auf jeden Fall auf den nächsten Seiten noch. Ja, aber das werde ich auf jeden Fall lesen, habe ich ja auch schon angefangen. Das nächste Buch, was ich in einer Leserunde lese, ist Victorian Rebels, das Versprechen einer Nacht von Kerrigan Byrne. Ich glaube Kerrigan Byrne oder so. Das ist der 4. Band dieser Reihe. Ich habe bereits den 1. Band gelesen. Man kann die aber alle unabhängig voneinander lesen. Deswegen ist es gar nicht so schlimm, dass ich jetzt den 4. Band lese. Die anderen Bände dazwischen werde ich aber auch noch lesen und die danach auch, weil mir die Reihe eigentlich ganz gut gefällt. Das lese ich in einer Lesejury-Leserunde, weil ich dieses Buch dort gewonnen habe. Und ja, das geht bis zum 21.07., glaube ich, die komplette Leserunde. Hier bin ich aktuell auf Seite 48. Ich habe ungefähr ein Drittel des ersten Leseabschnitts für diese Woche gelesen. Hier geht es um eben die Krankenschwester Imogen Pritchard, und sie verbrachte eine leidenschaftliche Nacht mit Cole Talmadge. Ich habe keine Ahnung, wie man diesen Namen ausspricht. Und Jahre später trifft sie wieder ihn als junge Witwe an und steht vor einer Entscheidung, ob sie dem von Schmerz und Verlust gekennzeichneten Cole offenbaren soll. Ob sie sich ihm offenbaren soll. Denn obwohl die Anziehungskraft zwischen ihnen ungebrochen ist, erkennt Cole sie nicht wieder und macht ihr in seiner Verbitterung das Leben schwer. Doch Imogen begreift, dass er mit inneren Dämonen bekämpft, die ihn zu zerstören drohen, und setzt alles daran, ihm zu beweisen, dass die Liebe die Dunkelheit seiner Seele besiegen kann. Ja, auf jeden Fall wieder sehr spannend an. Das Buch spielt 1876 in London, was ich sehr, sehr gut finde, weil das ein, ja, ich, doch glaube ich schon eher so ein Erotik- Liebesroman ist mit historischem Setting, würde ich sagen. Was ich so ja nicht so häufig lese. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf dieses Buch und freue mich schon, weiter dieses Buch zu lesen in der Leserunde. Und dann zeige ich euch gleich auch noch das andere potenzielle Leserundenbuch. Und zwar ist das in der Facebook-Gruppe von Die Bücherseelen. Hope Again von Mona Kasten. Das ist ja der 4. Band. Ich habe gerade ein bisschen gehadert, weil mir gerade auffällt, dass die Bücher noch gar nicht
feststehen, aber dieses Buch hatte zumindest, als ich abgestimmt habe, die Mehrheit. Deswegen glaube ich, dass dieses Buch dran kommen wird. Und wenn nicht, werde ich es trotzdem lesen, weil ich mega Bock auf dieses Buch habe. Hier geht es ja um Everly Penn und um den Dozenten Nolan Gates. Ja, mehr will ich dazu gar nicht sagen. Wir kennen auf jeden Fall schon Nolan Gates. Ich glaube, Everly kam noch in keinem Buch vor. Zumindest kann ich mich an diesen Namen nicht erinnern. Ja, ich freue mich sehr auf dieses Buch. Ich habe auch hier hinten gesehen, hier gibt es eine Leseprobe zu Dream Again. Das ist der fünfte Band, der ja nächstes Jahr erscheint. Und ich finde dieses Buch sehr, sehr schön und freue mich hier drauf. Und mehr will ich dazu gar nicht sagen. Dann habe ich jetzt hier noch zwei Bücher liegen. Einmal ein Rezensionsexemplar und einmal eine Subleiche. Ich mache weiter mit dem Rezensionsexemplar. Und zwar ist das Flammenflug von Melissa Caruso. Das Buch ist bei mir letzten Monat eingezogen. Ich lese euch mal den Klappentext vor. Magie ist eine gefährliche Waffe. Je mächtiger ein Magier, desto größer die Gefahr, dass seine Kraft außer Kontrolle gerät. Deswegen wird im Stadtstaat Ravera jeder Magier bereits als Kind ins Militär eingegliedert und an einen sogenannten Falkner gebunden, der die Kraft seines schutzbefohlenen Falken kontrolliert. Die Feuermagierin Syra konnte diesem Schicksal entgehen. Als sie jedoch in Gefahr gerät, entfesselt sie einen magischen Feuersturm. Nur durch das Eingreifen der Grafentochter Amalia kann Schlimmeres verhindert werden. Doch nun sind die jungen Frauen magisch miteinander verbunden. Ein Bund, der nicht rückgängig gemacht werden kann und von beiden große Opfer fordert. Hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Ich freue mich sehr auf dieses Buch, auch wenn ich noch nicht so gute Meinungen bisher gehört habe. Trotzdem möchte ich es gerne lesen. Ja, auch weil ich es eben als Rezensionsexemplar bekommen habe und doch irgendwie sehr gespannt darauf bin. Das wird eine Trilogie, soweit ich weiß. Und ja, ich weiß nicht, was ich dazu noch großartig sagen soll, weil ich habe das Buch ja noch nicht gelesen. Ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen dauert, bis ich dieses Buch durchgelesen habe, weil es doch ein bisschen kleiner geschrieben ist. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Und ich liebe diese Ausgabe, die ist so floppy, könnt ihr das sehen? Ich finde es richtig, richtig gut. Ich freue mich sehr auf dieses Buch. Und zum Schluss kommt noch das Subbuch, was auch schon mehrmals auf meiner Leseliste war, ich bisher aber noch nicht gelesen habe. Und jetzt habe ich einfach Bock drauf, dieses Buch zu lesen. Ich habe es mir auch als Hardcover besorgt. Ich habe es schon als E-Book hier gehabt und irgendwann mal günstig gekauft für 3, 4 € oder sowas. Ich habe aber nie dazu gegriffen und habe das schon seit 2017 oder sowas. Deswegen habe ich jetzt nach dem Hardcover gegriffen, welches ich günstig gekauft habe. Und zwar ist es Elias und Laia, die Herrschaft der Masken von Sabaa Tahir. Hier kann ich euch gar nicht genau sagen, worum es geht, weil hier hinten steht überhaupt nicht viel drauf. Hier steht nur, wer seine Maske ablegt, hat keine Angst mehr. Wer keine Angst mehr hat, lässt sich nicht länger unterdrücken. Wer sich nicht länger unterdrücken lässt, entzündet den Funken der Freiheit. Laia, die Sklavin, und Elias, der Krieger. Sie sind bereit, sich ihrem Schicksal zu stellen. Mehr steht hinten gar nicht drauf und hier vorne will ich das eigentlich gar nicht lesen. Es geht auf jeden Fall um Elias und Laia, wie der Titel schon verrät. Und ja, viele loben diese Reihe. Ja, deswegen bin ich sehr gespannt auf dieses Buch und freue mich schon sehr, das zu lesen. Und ja, ich würde sagen, jetzt machen wir uns an das Subglas. Ich werde, wie gesagt, nur ein Zettelchen ziehen, weil dann sind das 6 Bücher. Das sollte eigentlich hoffentlich alles machbar sein. Vielleicht werde ich auch einzelne Bücher als Hörbuch hören. Nee, ich glaube nicht. Ich werde alle Bücher lesen. Ich mache mal das Glas auf und ziehe einen Zettel raus. Wenn es eine Fortsetzung sein sollte, wo man das Buch davor gelesen haben muss oder ich möchte, werde ich einfach den ersten Band nehmen. Ich habe keine Lust, mehrfach zu ziehen und ich habe so viele Fortsetzungen hinter mir, deswegen ist das auch okay, so glaube ich. Ich habe hier übrigens mein Zettelchen. Ich glaube, es ist die Auswahl von Ellie Condi. Moment, ich krieg es nicht auf. Ja, es ist die Auswahl von Ellie Condi. Ist jetzt nicht unbedingt mein Favoritenbuch, aber ja, okay, dann hätte ich wenigstens schon mal ein E-Book für unterwegs. Das werde ich mir gleich auf mein Handy runterladen und dann werde ich es halt eben lesen. Und ja, ich bin gespannt, wie mir das Buch gefallen wird, weil den meisten gefällt es ja nicht. Und wenn es mir nicht gefallen wird, werde ich die Reihe auch nicht weiterlesen. Ich habe keine Lust mehr, Reihen weiterzulesen, die mir eigentlich gar nicht so gut gefallen. Vielleicht werde ich es auch gar nicht lesen, dieses Buch, sondern aussortieren. Ich weiß es noch nicht so ganz genau, aber das ist das Buch. Ich werde euch das Cover hier irgendwo wieder einblenden, dann wisst ihr, was es ist. Ja, das sind die 6 Bücher, die ich diesen Monat gerne lesen möchte. Ich kann mir vorstellen, dass das ein oder andere Buch noch dazukommt. Oder ich Einzelbücher weglasse und eben ein anderes dafür lese oder ein Hörbuch noch beende, keine Ahnung, das werdet ihr alles ja dann im Lesemonat sehen.
Und dann war es das auch soweit mit diesem Video. Ihr könnt mir ja wieder alles Mögliche in die Kommentare schreiben. Ich freue mich auf den Austausch mit euch. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, um kein Video mehr zu verpassen und diesem Video einen Daumen nach oben gebt, damit ihr mir zeigt, dass euch das Video gefällt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!